Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe meines Videotagebuchs hier auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge soll es im Wesentlichen um das Thema Elektromobilität gehen. Ich werde unser Elektroauto vorstellen, den Twizy, und noch ein bisschen über die Dinge rundherum reden, wie zum Beispiel über Carsharing oder die möglichen Abonnements im öffentlichen Nahverkehr. Kurz vorher möchte ich aber noch darauf zu sprechen zu kommen, warum bisher keine Hintergrundmusik in meinen Videos war. Das lag schlicht und einfach daran, dass ich das Schneideprogramm, was ich verwendet habe oder verwende, VVideo, online mit einer Extension in meinem Chrome-Browser nicht vertragen hat. Hat etwas gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, aber aus irgendwelchen Gründen vertragen sich DataSaver und VVideo nicht. Einfach disablen und jetzt geht alles so, wie es sein sollte. Aber zum Thema Elektromobilität. Elektromobilität kann man aus sich nur zwei Gesichtspunkten anschauen. Einmal, ich ersetze ein Auto, das derzeit einen Verbrennermotor hat, mit einem Auto, das einen Elektromotor hat. Das ist sicherlich möglich, ist aber einmal nicht das, was wir gemacht haben, und dann wäre auch ein Twizy einfach aufgrund seiner Größe einfach der völlig falsche Ansatz. Ein Renault Twizy passt wunderbar dann, wenn ich mir Elektromobilität neu definiere, und zwar nicht gänzlich ohne Auto, aber sondern mit vielen anderen Komponenten, die das Auto ergänzen. Schauen wir uns den Twizy einmal an. Ganz wichtig, der Twizy ist kein Auto. Und zwar rechtlich in Deutschland wird ein Twizy als Quad betrachtet und dann je nachdem, ob er 45 oder 80 Kilometer schnell fährt, entweder als L6 oder L7 zugelassen. Der Twizy, den wir haben, ist ein Twizy 45. Der fährt maximal 45 Kilometer schnell, kann mit dem ab 16 Jahren gefahren werden mit dem Führerschein, ist zulassungsfrei und benötigt nur ein Mofa-Kennzeichen. Der Twizy hat im Alltag einen Radius von etwa 30 Kilometern. Das heißt, eine Ladung reicht für 60 Kilometer einer Strecke. Das ist aber auch schon dann ziemlich am Ende. Achte eigentlich eher darauf, dass wir so im Tag, wenn wir mit dem Twizy unterwegs sind, nicht mehr so als 25 Kilometer von zu Hause weg sind. Der Twizy trägt zwei Leute oder eine Person und den gesamten Einkauf. Man kann locker ein Pita-Männchen oder zwei Getränkekisten hinten unterbringen. Es gibt den Twizy auch in der Cargo-Version. Dann hat er hinten einen abschließbaren Kofferraum. Kann dann allerdings auch nur noch eine Person tragen. Ich finde da im Alltag die zweisitzige Variante doch ein bisschen einfacher. Interessant ist auch, dass die beiden Personen im Twizy hintereinander sitzen, nun nicht nebeneinander wie im Smart. So sage ich jetzt mal relativ kurz, wie der Twizy auch weit kommt, so schnell ist er halt auch wieder geladen. Eine komplette Aufladung dauert 3 Stunden und ist in der Garage an der Schokosteckdose einfach machbar. Oder wie bei uns in der öffentlichen oder in der Tiefgarage halt mit einer abschließbaren Ladestation. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch erstmal auf eine Probefahrt mit dem Twizy gehen. Hier, obwohl ich vorher gesagt habe, wir könnten Hintergrundmusik machen, ganz bewusst keine, damit man den Twizy hört, beziehungsweise auch nicht hört.
So, wieder zu Hause. Zusammenfassend. Aus meiner Sicht ist der Thysi ein tolles Auto für die Stadt. Es braucht allerdings ein paar Dinge, und zwar er braucht einen überdachten Parkplatz, eine Garage oder wie gesagt einen Einstellplatz. Und er braucht natürlich dort an dem Einstellplatz auch eine Steckdose, an der er aufgeladen werden kann. Das haben nicht alle Wohnungen in der Stadt, das ist mir durchaus klar. Als Laternenparker, dadurch, dass er offen ist, würde ich es vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Wie gesagt, mit einem Stellplatz, mit einer Steckdose, insbesondere mit einem überdachten Stellplatz, das ist ganz wichtig, lässt sich das Auto aber wunderbar in der Stadt bedienen. Ich finde, der Twizy hat genau den richtigen Mix aus Batteriegröße, Antriebsleistung und auch Größe des Autos, sodass er eigentlich für mich das ideale Komplement ist, um bei Bedarf Carsharing zu bedienen. Das heißt, ich habe sowohl bei DriveNow als auch bei Flingster bin ich jeweils Mitglied und kann mir immer dann, wenn ich denn tatsächlich mal ein Auto brauche, dort auch recht preiswert eins mieten. Und für die langen Strecken ich eine Bahncard 100, um genau zu sein. Muss aber nicht unbedingt eine Bahncard sein. Jedes andere Abo, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel man und wie weit man lange Strecken unterwegs ist. Jedes andere Abo, ob das jetzt das schöne NRW-Ticket ist, reicht da auch. Wichtig ist einfach aus meiner Sicht diese Kombination der Möglichkeiten, dass ich die öffentlichen benutzen kann, ohne darüber nachzudenken, wann immer ich will, dass ich ein Auto zur Verfügung habe, wenn es denn mal darum geht, Möbelstücke vom IKEA zu holen, dass ich mit einem Auto einkaufen fahren kann, mit dem eigenen. Ich finde den Mix ziemlich brauchbar, aber er hängt, wie gesagt, von der Voraussetzung ab, eine Möglichkeit zu haben, den Twizy abstellen zu können. Das ist Twizy-spezifisch. Und halt auch die Möglichkeit, über Nacht laden zu können. Der Twizy an sich taugt eigentlich wirklich als Allwetterauto, sagte er. Natürlich auch mit Einschränkungen. Wenn es draußen kalt ist, ist es auch drinnen kalt. Wenn es draußen regnet, wird man drinnen nass. Und zwar nicht nur dann, sondern auch wenn man ihn draußen abstellt und es regnet und man setzt sich dann rein, dann wird man auch nass. Das muss man einfach vorher wissen. Es ist wirklich kein besonders gutes Auto für Eis. Ich würde ihn nicht im Schnee fahren, auch wenn der Regen richtig heftig ist oder ein Hagel übergeht oder es in irgendeiner Weise richtig heftig stürmt. Auch dann würde ich den Tüsi einfach stehen lassen und ja, Taxi benutzen, Mietwagen, Carsharing, die öffentlichen, eine der vielen anderen Möglichkeiten nutzen, die man in seinem persönlichen Mobilitätsnetzwerk rundherum aufgebaut hat. So ganz persönlich für mich, wie geht es denn so weiter mit Autos und in der Stadt? Ich denke mir, wenn sich wirklich autonomes Fahren so entwickelt, in der Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie sich jetzt entwickelt, und es dann autonome, selbstfahrende Autos zum Mieten aller übergibt, dann denke ich mir, sind die Tage des Privatwagens im innerstädtischen Bereich gezählt. Und ich wohne in der Innenstadt. Für mich bedeutet das ganz, ganz konkret, dass das durchaus sein kann, dass das Twizy das letzte Auto ist, was wir je gekauft haben. Hängt aber, wie gesagt, von den Entwicklungen ab. Wird es ein Über-Like-Angebot von autonomen selbstfahrenden Fahrzeugen geben? Wird es genug davon geben? Keine Ahnung. Auch heute ist es an Spitzentagen zum Beispiel recht schwer, Google Drive-Autos zu bekommen. Das heißt, zum Beispiel mit einem Carsharing-Anbieter alleine reicht es dann halt oft auch nicht. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich denke mir aber,
wenn man Mobilität ganzheitlich betrachtet und sich, wie gesagt, nicht nur darum, nicht nur auf dem Antrieb des PKWs darauf einlässt, ist heute schon extrem viel möglich. Gesagt, unter der Voraussetzung, man lebt im städtischen Bereich und man hat die Möglichkeit, ein Elektroauto über Nacht zu laden. Ganz vielen Dank, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ein Like da lässt, einen Kommentar da lässt oder das Video mit euren Freunden teilt. Vielen Dank.